Hallo zusammen, ich möchte euch heute Cargo Rocket vorstellen, unser Ansatz für ein stressfreies und effizientes Lastenradfahren. Wir haben ein Lastenradrouting entwickelt, das auf die speziellen Bedürfnisse von Lastenrädern eingeht. Denn wir glauben, dass die Radinfrastruktur in Deutschland derzeit noch nicht geeignet ist für die speziellen Bedürfnisse für vor allem große und gewerbliche Lastenräder. Dafür möchte ich erstmal unser Team vorstellen. Das ist David, Alexander und ich. Durch unsere Wohnorte haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Radinfrastruktur gemacht und kennen auch die verschiedenen Hindernisse und Problemstellen, die es dabei gibt. Zum Beispiel Drängelgitter, die einfach dazu führen, dass man zum Beispiel im Lastenrad einfach nicht durchkommt oder Poller, die zu schmal dastehen. Auch Bordsteine können durchaus ein Problem sein, weil die Lastenräder sehr schwer sein können. Und das ist einfach nicht vergleichbar mit einem Fahrradrouting, mit einem klassischen. Aber auf dem bauen wir auf. Dafür haben wir einen Cargo Bike Index entwickelt. Das ist unser Bewertungsschema für die Straßen und Wege in OpenStreetMap. Derzeit haben wir das Ganze für Baden-Württemberg, Augsburg und Berlin gemacht. Und wir bewerten von 1 bis 5, also von nicht passierbar bis sehr gut, die Straßen und Wege basierend auf den verschiedenen OpenStreetMap-Tags, die zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, wie ist denn eigentlich die Oberflächenbeschaffenheit oder die Radwegsbreite? Und wo sind eigentlich Umlaufgitter oder Poller? Weil wir erkannt haben, dass die Datenverfügbarkeit in OpenStreetMap teilweise gut ist, vor allem im urbanen Raum, aber im ländlichen auch noch nicht so recht, haben wir ein Mapathon gestartet in Baden-Württemberg, das das Ranking von Landkreisen zur Verfügung stellt, um einfach die Attraktivität zu erhöhen, ein bisschen um Daten zu sammeln. Basierend auf dem Cargo Bike Index haben wir dann eine Routing API zur Verfügung gestellt. Die basiert auf Graphhopper, auf der Routing Engine, und integriert den Cargo Bike Index. Dazu gleich noch mehr. Wir verwenden dafür ein eigenes Weighting, das quasi die Kanten gewichtet, je nachdem, ob der CBI, also der Cargo Bike Index, gut oder weniger gut ist. Basierend auf dem Bike Routing, was schon integriert ist in Graphhopper. Um mal eine kurze Systemübersicht zu geben: Wir nehmen die OSM-PBF-Dateien von Geofabrik und bewerten die mit dem R-Skript. Das wird dann als PBF exportiert und das können wir wiederum in Graphhopper integrieren, was wiederum gekapselt wird von unserer Middleware. Die stellt dann das Routing zur Verfügung über eine REST-API, das wir auch selbst verwenden in der App und als Tile-Layer auch auf unserer Webseite, um einfach die Karte selbst anzuschauen und den Index. Wir wollen allgemein die Sichtbarkeit von Lastenrädern in OpenStreetMap ein bisschen erhöhen, haben dafür auch eine Cargo Rocket OSM-Wiki-Seite erstellt, indem wir einfach unser Bewertungsschema vorstellen und die verschiedenen Bewertungen für die OSM-Tags zur Verfügung stellen. Und zum anderen die Cargo-Bike-Seite, die die verschiedenen Tags, die aus unserer Sicht wichtig sind für eine Lastenrad-Routing bzw. Applikation im Allgemeinen wichtig sind. Und diskutieren das auch gerne und sind da offen für Vorschläge. Haben auch bisher mit der OpenStreetMap-Community ein bisschen im Austausch gewesen, hatten auch die Einführung von neuen Tags angedacht, sind damit aber noch lange nicht fertig und entwickeln auch alles Open Source und Open Data. Also wenn ihr uns folgen wollt, gerne auf GitHub einfach vorbeischauen. Wir sind immer offen für Feedback und wenn es was zu quatschen gibt, gerne her damit. Und ihr findet uns immer auf cargorocket.de. Und danke für eure Aufmerksamkeit.